In der heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie man von Grund auf eine Zwiebelsuppe selbst herstellen kann. Wir wollen eine Zwiebelsuppe herstellen und dazu machen wir auch natürlich unsere eigene Gemüsebrühe. Dazu haben wir hier unten Wacholderbeeren und frische Lorbeerblätter, etwas Maggikraut, Petersilienwurzel samt Grün. Dann Sellerieknolle samt Grün, eine Tomate, ein paar kleine Möhren, eine Lauchstange oder Porree, Zwiebel und Salz und Pfeffer. Hier schon mal Wasser in einem Topf und jetzt wie immer alle Zutaten unten in der Beschreibung. Wir gehen rüber zum Herd, hier eine Pfanne aufgesetzt, mittlere Stufe. Und jetzt wollen wir die halbierte Zwiebel samt Schale erst einmal anrösten. Die Farbe, die dabei entsteht, wird uns sowohl bei der Farbe der Brühe helfen als auch beim Geschmack. Die Wacholderbeeren habe ich schon mal angemörsert und gebe sie ins Wasser, ebenso wie die Lauchstange oder der Porree. Geben jetzt alle Zutaten rein und diese werden ein wunderbares Aroma abgeben, später für unsere Zwiebelsuppe. All das, was wir jetzt machen, ist dann die Grundlage dafür. Hier jetzt die Sellerieknolle samt Grün. Allein die Farbe ist schon toll. Dann das Maggikraut. Eine Tomate, ein paar kleine Möhren, Lorbeerblätter. Diese ja, drücke ich nur ganz leicht an. Dann haben wir hier Salz und Pfeffer. Dann stellen wir den Herd auch an und das Ganze soll simmern. Das heißt nicht ganz kochen, sondern simmern. Unsere Zwiebel ist dann auch recht bald soweit. Hier seht ihr die dunkle Farbe, von der ich sprach. Und wenn das so aussieht, wird die Zwiebel ebenso hineingegeben wie alle anderen Zutaten auch. Das Ganze darf jetzt gute 1,5 Stunden, auch gerne 2 Stunden, ganz leicht ziehen. Wie gesagt, simmern, das könnt ihr jetzt hier sehen. Es brodelt ganz, ganz leicht. Und unten ist unser Fond entstanden. Diesen haben wir hier, der ist jetzt abgekühlt über Nacht. Nächster Tag ist angebrochen. Werden wir gleich rausfiltern, die Bestandteile. Und das ist dann die Grundlage für unsere Suppe. Ebenso haben wir dann Gemüsezwiebeln. Wir haben Toastscheiben, wir haben hier verschiedene Käsesorten, was ihr einfach mögt, später zum Überbacken. Ich habe jetzt Parmesan und Gouda. Dann haben wir etwas Butter, etwas Pfeffer, Salz und Weißwein. Und wie immer alle Zutaten auch hier in der Beschreibung. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um das Abgießen des Fonds. Haben wir jetzt über Nacht drin gelassen. Hier die Zwiebeln können wir schon mal in Ringe schneiden und dann sieht das Ganze so aus. Hier der abgegossene Fond und links die Zwiebelringe, die eben die Zwiebelsuppe ausmachen. Ich habe das jetzt mit einer Brotschneidemaschine gemacht, könnt ihr auch mit einem Messer machen. Gehen dann rüber zum Herd wieder, dann einen Topf, schwitzen die Butter an, dann kommen die Zwiebelringe hinein und dann auf ganz niedriger Stufe erst einmal anschwitzen. Es ist natürlich eine große Menge, aber das geht natürlich später auch noch zusammen. Die Flüssigkeit wird sich melden. Dann habe ich hier so kleine Verhüterlis für den Topf, je nachdem, was ihr habt. Der ist nämlich ziemlich warm geworden und ihr seht, beim leichten Anschwitzen tritt erstmal jede Menge Flüssigkeit aus. Und diese gart dann auch die Zwiebeln. Und wir wollen parallel schon mal unseren Käse reiben, den Gouda etwas gröber und hier Grana Padano oder auch Parmesan in etwas feinere Strukturen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Und dann irgendwann ziehen die Zwiebeln Farbe, nachdem die Flüssigkeit verschwunden ist. Und das ist der perfekte Moment, um die weiteren Schritte einzuleiten. Das heißt, auf gar keinen Fall soll es schwarz werden. Wenn es ganz leicht braun wird, so wie hier, ist das absolut in Ordnung. Dann gießen wir mit dem Weißwein auf.
Leider gibt es immer noch kein Geruchsfernsehen bzw. YouTube-Videos, aber ihr könnt es mir glauben, es ist wunderbar. Dann kommt etwas Pfeffer rein. Da könnt ihr sehen, der Wein ist jetzt schon ganz leicht reduziert, aber soll nicht verschwinden. Und dann gießen wir mit unserer selbstgemachten Brühe auf. Da könnt ihr es jetzt sehen. Wir können nach Bedarf salzen. Wir haben ja aber jetzt schon unsere Brühe selbst gesalzen. Entsprechend sparen wir uns das jetzt. Aber ihr könnt dann entsprechend noch nachsalzen. Und dann ist unsere Zwiebelsuppe in dem Sinne auch schon fertig. Und wir können diese in kleine Förmchen geben. Hier habe ich Toastscheiben schon getoastet und leicht angeröstet. Da oben ist unsere Käsemischung. Und dann füllen wir jetzt unsere Zwiebelsuppe dort in diese besagten Förmchen. Und dann kommt obligatorisch eine Toastscheibe, wie gesagt, ausgeschnitten und damit es passt, und angeröstet im Toaster dort oben drauf. Dann kommt natürlich der Käse. Ihr könntet auch Bergkäse nehmen, das würde jetzt hier auch wunderbar passen. Und dann mal 200 Grad Oberhitze, eben so lange, bis der Käse geschmolzen ist. Und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Da könnt ihr sehen, Toast ist jetzt wieder leicht weich geworden, der Käse ist wunderbar geschmolzen, hat ein tolles Aroma, die Zwiebelsuppe ist wunderbar würzig. Da habe ich jetzt mal versucht, etwas zu präsentieren. Probiert es unbedingt mal aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Und am Ende bleibt wie immer nur zu sagen: Bon Appetit!